bin ja eigentlich so von Natur aus kein Dokumentarist, habe mich aber dann eigentlich zu während des Prozesses dann dazu entschlossen, dass eigentlich das Ereignis doch sehr bestimmend ist und wollte eigentlich das Gefühl, was ich habe, versuchen mit Bildern irgendwie zu erklären. Das war ja mehr eigentlich, dass man so einen bestimmten Lebensraum hatte, der ja durch die Mauer sehr stark beeinflusst wurde. Mhm. Also das Verhalten, das Reagieren, es ging immer Mauer, irgendwo ist Schluss. Hat unser Leben bestimmt. Ja. Mhm. Und darauf zu reagieren jetzt, was passiert eigentlich jetzt, wenn die weg ist? Und dann wollte ich eben vor allen Dingen hinten diese hier, die Quellen dann, die wollte ich auch auf dem Papier bringen. Mhm. Und die Polaroids und die Panoramen und die großen würden auf dem Papier kommen. Manfred, du bist 1989, gleich nachdem die Mauer gefallen ist, losgegangen, um diese Situation zu fotografieren. Die Mauer hat sich ja unmittelbar hinter deiner damaligen und heutigen Wohnsituation befunden, in der Istader Straße. Was war für dich der Anlass? Ja, eigentlich war ich erstmal am Anfang sehr irritiert, dass das stattfand und hatte das eigentlich gar nicht so ernst genommen. Als ich dann aber begriffen habe, dass da irgendwas fällt, was jahrelang als unzerstörbar galt, bin ich eigentlich losgegangen. Erstmal gar keine Vorstellung, was ich mache, sondern die Situation hat mich eigentlich beherrscht, mehr oder weniger. Und ich habe versucht, dann auf die Situation zu reagieren und während des ganzen Prozesses des Bildermachens sozusagen eigentlich auch für mich irgendwie eine Idee zu entwickeln. Aber das Ereignis war schon das Entscheidende erstmal. Das war natürlich absurd, dass ich im Grunde, als ich nach Berlin ging, weil ich an der Filmhochschule Kamera studieren wollte, dann ausgerechnet in die Istader Straße kam. In der Istader Straße liefen eigentlich schon so die Art Vorklärer, also es waren Polizisten, die immer guckten, wer da geht. Und wenn man so vom Lande kommt und wo man als Kind irgendwie über Berge oder laufen konnte, endlos, war das natürlich für mich irritierend, dass es auf einmal Schluss war. Hier war zu Ende. Und so endgültig. Ja, 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 und endgültig. Und es klang so, als ob die nie wegfällt. Diese Disco-Fotos, die Porträts, die würden jetzt so eine Größe haben. Die einen waren ja zu groß, die wir hatten. Ja, genau. Und das wären die jetzt auf der Größe. In den 50, in den 50, 60 Jahren. Ja. Also ich finde dieses Foto von dem Bahnhof Bornholmer Straße, S-Bahnhof Bornholmer Straße in diesem Zusammenhang, ganz schön, weil mich das persönlich so berührt, weil das ist eine Situation, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Na, dass also hinter dem S-Bahnhof Schönhauser Allee in der S-Bahn die Türen zugemacht wurden, Gasse gegeben wurde und dann ist man durchs Niemandsland der Grenze durchgefahren und in Pankow wurden die Türen wieder aufgemacht, S-Bahnhof Pankow. Ja. Und in der Situation stand der Bahnhof damals und ich kenne den auch nur in dieser verlassenen Situation. Du hast ja erst mit den Fotos angefangen, mit der Plattenkamera. Ja, ne? Und dann hast du später noch Polaroids gemacht. Ja. Und da kam die Idee eigentlich, das mal auszuprobieren und habe dann festgestellt, dass eigentlich diese momentane Situation, die sich so schnell verändert, eigentlich eine Möglichkeit wäre, um mit Polaroids das für mich festzuhalten. Eigentlich sind es Notate. Ja, das ist so wie Tagebucheintragungen, muss man das verstehen. Hast du auch beschriftet. Ja, um mich selbst dann auch zu verständigen, was da passiert, weil ich glaube, als Fotograf denkt man eigentlich mehr mit Bildern, also nicht mit Worten. Man versucht nicht mit Literaten das zu formulieren, sondern versucht das über Bilder sich zu erklären. Ja. Und ich habe eigentlich immer versucht, mir mit Bildern meinen Sinneseindruck zu erklären. Also meistens ist das Bild weiter vorn als nachher die Erklärung, die danach kommt. Die kommt dann hinten rein. Ja. Wir kommen jetzt hier zum Schluss mal zu den Panoramen.
Wie hast du die, welche technischen Möglichkeiten hast du dafür genutzt? Hast du die auch mit der Plattenkamera gemacht? Ja, entstanden ist es eigentlich dadurch, dass ich gemerkt habe, dass irgendwas noch fehlt beim Arbeiten. Und ich wollte eigentlich diese Unendlichkeit, die sich da durch so eine Landschaft zieht, so eine Stadtlandschaft, die wollte ich versuchen darzustellen. Ja. Und in seiner Globalität irgendwie. Ja. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, also der das Einzelfoto, den Ausschnitt nochmal ergänzt. Ja. Wie einfach so eine Stadtlandschaft zerschnitten wird, irgendwie geteilt wird. Ich meine, als ich die anderen, da hatte ich immer das Gefühl, so vorher war das so wie ein Golem, der da so mächtig steht und dann liegt er da dann auch auf der Erde und alle latschen drüber. Ja. Und das wird plötzlich was Banales. Ja. Und die Zeit, die wir dahinter verbracht haben, war auf einmal weg. Das interessiert doch keinen mehr heute, wie wir das erlebt haben. Ja, das war ja mit ein Anlass, also auch diese Ausstellung so zu machen, und zu zeigen oder nochmal Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie die Situation für diejenigen gewesen ist, die also wirklich im Osten gelebt haben. Ja, gerade diese Diskussion und die Debatte in den zurückliegenden Jahren ist ja sehr westlich und sehr ideologisch bestimmt gewesen. Ja. So, und wir haben, es ist ja unser Leben gewesen und wir haben ja auch eine eigene Perspektive darauf. Und ich sehe sehr stark eben durch diesen Blick. Im fünften Reich der Gedenk- und Würdigungsveranstaltung, es ist eine Festwoche, wollen wir unsere Ausstellung durch einen besonderen Aspekt ergänzen. Was wir feierlich bedenken sollen, so hört man, ist der Eintritt in die Freiheit. Was aber ist das Wort Freiheit anderes als ein Begriff von äußerster Fragwürdigkeit, bei dem es vor allem darauf ankommt, wer ihn im Munde führt. Man sollte denjenigen grundsätzlich misstrauen, die Freiheit ohne Zögern und ohne utopisches Verlangen ausspreuen, wie hohles Zuckerwerk. Ja.